Jetzt kommt was ganz Spannendes. Wenn wir ABC-Listen generieren, und haben also viele Listen angelegt zu verschiedenen Themen, dann können wir hinterher diese Listen konsultieren. Das heißt, wir können mit den Listen spielen. Und es gibt drei Techniken, die ich in diesem Zusammenhang nur kurz andeuten will. Das eine ist, wir haben ein Problem, das heißt ABC kreativ. Dazu gibt es ein Buch von mir mit 17 Fallbeispielen. Wir haben ein Problem oder ein Thema, über das wir nachdenken wollen. Wir nehmen eine ABC-Liste, die keinerlei Verbindung hat mit diesem Thema. Keinerlei Verbindung. Wir suchen ein Schlüsselwort raus und dann schauen wir hier drüben unter dem Schlüsselwort nach und schauen, ob sich da was ergibt. Zum Beispiel, ich habe eine Hotline und da rufen Leser meines Beratungsbriefes an und schildern mir ihre Probleme. Und eines der Probleme sind böse Kunden. Kommt immer wieder vor. Böse Kunden. Unangenehme Kunden. So. Und es hat mir einer erzählt von einem Kunden aus Wien, der nicht bereit war, einen Zwei-Jahres-Vertrag zu machen, so eine Art Serviceleistungsgeschichte. Und der die Mitarbeiter immer so aufgeregt hat, dass wenn der heute mal wieder am Telefon war, dann war der Nachmittag gelaufen, weil die alle rumstanden und sich gegenseitig erzählt haben, was er wieder für einen Scheiß erzählt hat. Also das hat so viel Stress ausgelöst. Und er sagt, wir kommen mit dem Kunden nicht klar. Sag ich, gut. Was nehmen wir als Wort? Sagt er, wir nehmen Wien, weil das ein Wiener Kunde ist. Aus Wien, Namen will ich ja keinen nennen. Also haben wir ein W-Buchstaben. Dann habe ich gesagt, na, nehmen wir eine ABC-Liste, schauen wir mal nach. Dann kommt immer zuerst, ach, Frau Birkenmühl, das ist keine Seminarübung, ich habe ein echtes Problem. Dann sage ich also, mehr als dass wir nach 90 Sekunden nichts wissen, kann nicht passieren. Das ist ja jetzt schon der Fall. Nehmen wir uns die 90 Sekunden, schauen wir nach. Mehr als dass wir eine Idee kriegen, passiert ja nicht. Also gut, widerwillig. Dann habe ich gesagt, was haben Sie denn so rumliegen? Ja, er hat also rumliegen eine Star Trek-Liste. So, haben wir Trekkies unter uns? Hand hoch. Ganz wenige in der Schweiz, gell? Eine Star Trek-Liste. So, wichtig ist, unsere eigenen Listen sagen uns was. Fremde Listen natürlich weniger, ne? So, zufälligerweise bin ich auch Trekkie, habe ich gesagt, okay, zücken Sie die mal, gucken Sie bei W nach, was finden Sie da? Da fand er die WADA. Ist das jetzt 5 Minuten Glockenläuten? Nein. Was war das jetzt? Ein Handy. Eines von denen, die nicht ausgemacht waren. Ich flehe Sie an, machen Sie die Dinge aus. Dankeschön. Die werden ja immer lauter, die Handys. Also früher, da war das nur so ein Piepsen. So. Also er findet die WADA. Die WADA. Na, sage ich, was fällt Ihnen dazu ein? Also unabhängig davon, ob ich auch weiß, zufälligerweise weiß ich, was die WADA sind, völlig egal, er muss ja assoziieren, sind ja seine Probleme, er muss assoziieren. Sag ich, na, was fällt Ihnen ein zu den WADA? Ja, sagt er, die kommen aus dem Gamma-Quadranten, in den Alpha-Quadranten, die spielen mit Leuten, das heißt, sie setzen Menschen als Spielpersonen ein, ohne dass die das wissen. Und dann wurde es ganz still in der Leitung. Dann sage ich, sind Sie noch da, ha? Und dann wurde ihm klar, sein Kunde spielt mit uns. Er sagt, der macht genau das, der spielt mit uns. Und Leute, die mit uns spielen, sind Leute, die die Grenzen suchen, wie kleine Kinder. Wenn man ihnen die Grenze zeigt, dann hört das Spielen auf. Und dann habe ich gesagt, ja, was meinen Sie jetzt? Ja, sagt er eigentlich, es gibt Kunden, die braucht man nicht. Nachdem er ja immer mit dem Wettbewerb droht, soll er doch zum Wettbewerb gehen und die nerven. Das kostet uns weniger als der Ausfall, wenn wir bedenken, wie viel Stress er ständig kreiert bei uns. Also hat er diesem Kunden einen Brief geschrieben, hat gesagt, nachdem Sie immer davon reden, zum Wettbewerb zu gehen, schlage ich vor, tun Sie das. Dann werden Sie sicherlich besser beraten sein als bei uns. So, 4 Wochen später kam ein Brief von dem Kunden, so hätte er das nicht gemeint. Und jetzt war er bereit, einen 5-Jahres-Vertrag zu unterschreiben. Das heißt, der hat bei 5 Wettbewerbern angerufen, sich Angebote eingeholt und hat festgestellt, dass unser, also mein Kunde, doch für ihn der bessere war. Und jetzt hat er auch aufgehört mit den Spielchen, weil die Grenze gezogen worden war. Sehen Sie, das wäre nicht passiert, ohne in der Liste nachzugucken. Wenn Sie festgefahren sind in einer Denkrinne, dann sind Sie quasi bis über den Hals in der Denkrille abgetaucht. Das hier ist die Denkrille. Und dann fahren Sie vorwärts und rückwärts in der Denkrille, aber Sie sehen das Terrain nicht mehr. Und wenn Sie jetzt ABC kreativ spielen, dann sind Sie hier oben, weil Sie jetzt da irgendein Wort in irgendeiner Liste nachgucken. Sind Sie raus aus der Denkrinne. Geht gar nicht anders. Wie so ein Ballon fliegen Sie raus aus der Denkrinne. So. Und dann können völlig neue Verbindungen auftauchen. Drücke ich mich klar aus. Also Technik Nummer 4. Wir haben jetzt 20 ABC-Techniken, von denen Sie einige heute kennenlernen. Technik Nummer 4 ist
ABC Kreativ, ich habe ein Problem oder ein Thema, über das ich nachdenken will, einen Aufsatz. Sie sollen einen Aufsatz schreiben und keine Ahnung, wie Sie anfangen sollen. Nehmen Sie das Thema, irgendeine Liste, ein Stichwort, nachgucken und was fällt uns dazu ein und schon läuft's. So, die Technik Nummer 5. Halt, falsch. So, Problem und Liste. Die Technik Nummer 5 heißt Fastlull. Die heißt ABC Kreativ. Fastlull. Jetzt sagen Sie, Moment, Fastlull, was soll das? Ja, die Technik Nummer 6 heißt Lull. So, Lullsche Leitern ist, wenn wir zwei Listen nehmen und jedes mit jedem verbinden. Das hat Raimundus Lullus, 12. Jahrhundert, sich ausgedacht, phänomenale Denktechnik. Das heißt, wir haben hier zum Beispiel eine Tiereliste und hier eine Berufeliste und dann fangen wir an beim Tier, bei der Ameise und verbinden das mit dem Beruf Arzt. Was fällt uns ein zu der Verbindung Ameise und Arzt? Und dann gucken wir weiter bei B, Bartender, was fällt uns ein zu Ameise und Bartender? Und so arbeiten wir die der Reihe nach ab. Sehen Sie, der Unterschied ist folgender. Wenn wir ein Problem haben und wir gucken einen Buchstaben nach, wie eben geschildert, ABC Kreativ, das ist eine Sache. Wir können aber auch ein Problem haben und mit jedem Wort abgleichen. Dieses eine Problem mit jedem Wort, das ist der halbe Lull. Wir haben einen Begriff hier und die ganze Liste da und arbeiten Sie durch. Beide Techniken suchen gezielt nach einer Lösung. Wir haben ein Problem, wir haben ein Thema und wir suchen gezielt zu diesem Problem, zu diesem Thema. Drücke ich mich klar aus. Wenn Sie Lullsche Leitern spielen, suchen Sie ganz allgemein. Sie haben kein konkretes Thema. Das hier ist ein Ideengenerator. Sie spielen in Werbepausen, in Sparschweinchenzeiten. Spielen Sie. Natürlich, mit Tieren, Berufe ist das langweilig. Aber wenn Sie zwei eigene Listen haben, die Sie erstellt haben zu Ihren wichtigen Themen und fangen an, jeden Begriff mit jedem zu vergleichen. Unglaublich, was da für Verbindungen entstehen. Das ist ein Ideengenerator. Da passiert also, wenn Sie die ganze Liste in 4 Wochen, sagen wir mal, abgearbeitet haben, jedes mit jedem, immer so in Sparschweinchenzeiten, dann kommen 3, 4, 5 phänomenale Ideen dabei raus, mit denen Sie nie gerechnet hätten. Sehen Sie, und so ist die Doppelcheckliste entstanden. Ich habe mal wieder Lullsche Leitern gespielt, vor 2 Jahren. Hatte also eine Liste, da standen alle möglichen Dinge, die im weitesten Sinne mit Gehirn zu tun haben, und hatte eine Liste mit Techniken, die ich entwickelt hatte im Laufe der Jahre. Und dann habe ich angefangen, hier systematisch zu spielen. Und wie ich hier bin, komme ich auf die Bedürfnisse des Gehirns. Nennen wir heute Neuromechanismen, die also im Gehirn angelegt sind, angeboren, Bedürfnisse. Und wie ich jetzt der Reihe nach die Techniken abklopfe, da trifft es mich wie ein Schlag. Seit Jahren habe ich darüber geredet oder darüber, ich habe die nie verbunden gehabt. Seit 35 Jahren habe ich die nie verbunden gehabt. So, und das ist jetzt die doppelte Checkliste. Wir haben hier die Bedürfnisse des Gehirns. Was braucht das Gehirn, um glücklich lernen zu können? Zum Beispiel assoziatives Denken. Und hier haben wir die Tricks, die Techniken, die ich entwickelt habe. Die heißen jetzt NLLS, Nicht-Lern-Lern-Strategien oder Neudeutsch Non-Learning-Learning-Strategies. Und wenn Ihnen das zu blöd ist, sagen Sie einfach Tricks. ABC-Listen ist einer dieser Tricks. Okay? Jetzt kommt noch was ganz Wichtiges. Leonardo da Vinci hat gesagt, gib einem Menschen 2 Gedanken, die nicht verbunden sind, und etwas Zeit, und er wird eine Verbindung finden. Ich sage ja, aber nur, wenn er was weiß von den beiden Themen. Wenn ich sage, verbinden Sie bitte klassische Musik von Beethoven mit Rhodopsin. Da können Sie lange nachdenken. Wenn Sie keine Ahnung haben, was Rhodopsin ist, dann können Sie auch keine Verbindung finden. Und deswegen sollen Sie mit eigenen Listen spielen, weil da steht Rhodopsin nicht drin. In Ihren Listen, aber in meiner kann es auftauchen. Alles klar?